Wird eine Person ein Khalif oder Oberhaupt für die Muslime? Wie wird er? Gibt es in Koran und Sunna Beweise dafür oder ist dies der Umma überlassen? Und zwar, barakallahu fikum, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er starb, salawatu rabbi wa salamu alaihi, er hat nicht deutlich, und bitte dieses Wort versteht, nicht deutlich erklärt und gesagt, wie man einen Oberhaupt für die Muslime bestimmt oder wählt oder annimmt. Er hat das nicht. Aber der Prophet hat Anweisungen, Andeutungen gemacht, dass Abu Bakr sein Khalif sein wird. Wie? Indem der Prophet, eine Frau kam zu ihm, sie hat ihm gesagt, wenn ich zu dir komme und ich sehe dich nicht mehr oder ich finde dich nicht mehr, wen soll ich fragen? Der hat gesagt, Abu Bakr und Umar. Und der Prophet sagte, folgt den beiden nach mir, Abu Bakr und Umar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass Abu Bakr das Gebet verrichtet, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam krank war. Und Aisha, als sie Fatima fragte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir drei Wörter gesagt. Der hat das geflüstert. Was waren das? Dass sie sagt, er hat gesagt, er wird sterben. Er hat gesagt, die nächste Person, die nach ihm stirbt, bin ich. Und dann sagte er, ich hätte befohlen, dass man für Abu Bakr schreibt, dass er der Khalif nach mir ist. Aber der Prophet hat das nicht gemacht. Und deshalb, als der Prophet aus seinem starb, dann haben die Sahabe sich versammelt und Umar sagte, er wisst genau, dass der Beste nach dem Propheten Sassam Abu Bakr ist. Und Abu Bakr ist der gerechte Khalif. Deshalb hat er ihm gesagt, ich gebe dir Bay'a. Dann haben die Leute Bay'a gegeben. Übrigens Ali ibn Abi Talib auch und die Familie von Ali, Radhiallahu alayhi. Und so war klar. Dann als Abu Bakr im Sterben lag, dann sagte er, wenn ich sterbe, dann soll Umar Khalif werden. Dann haben die Leute Umar angenommen und er war so, Radhiallahu alayhi. Und dann als Umar im Sterben lag, dann sagte er, sechs Personen, unter anderem Ali und Uthman und so, dann haben die Leute gesagt, Uthman. Als Uthman dann starb, er hat nicht gesagt, wen, aber die Leute haben Ali, Radhiallahu alayhi, bestimmt als Khalif. Als Ali dann getötet wurde, dann, barakallahu fikum, war Al-Hasan, sein Sohn, der Khalif. Und Al-Hasan hat das aufgegeben. Er hat gesagt, ich will, dass die Muslime zusammenkommen, dass sie nicht gegeneinander kämpfen. Deshalb hat er das gelassen und er hat das Muawiyah übergeben. Und so war Muawiyah der Khalif und dann hat Muawiyah das seinem Sohn gegeben und sein Sohn seinem Sohn und so ist das wie Königreich geworden. Das bedeutet wie Monarchie in diesem Zusammenhang, dass jeder seinem Sohn gibt. Das heißt, wir haben jetzt drei Formen. Eine Form ist, eine Person wird gewählt, eine Person wird bestimmt und eine Form, dass man eventuell mit Gewalt das nimmt, wie zum Beispiel die Abbasiden von Umayyaden, die haben das so übernommen. Obwohl das Unrecht ist, aber die Gelehrten haben gesagt, wir müssen abwägen. Unrecht wegen einer Person und Unrecht wegen Umma. Dass die Umma gegeneinander kämpft oder eine Person wird so unrecht behandelt. Deshalb, barakallahu fikum, das ist die Form, wie man einen Khalif bestimmt oder ein Oberhaupt für die Muslime bestimmt oder Provinzleiter für die Muslime. Normalerweise, die Muslime müssen nur einen einzigen Khalif haben und nicht 10 und nicht 20 und nicht 1. So ist das im Islam. Wir reden bitte über die Grundlage.